Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch heute mal etwas sehr Komisches und Lustiges zeigen. Einer aus meinem Clan hat gerade ein Replay geteilt und hat das Deck, was ihr da gerade seht, und der hatte aber Level 14. Und das geht eigentlich nicht, denn das höchste Level ist Level 13. Aber er hatte tatsächlich Level 14er Truppen. Und übrigens, die Spenden von meinem Clan-Anführer sind bei 117.000 und das ist die höchste Anzahl, die wir im Clan jemals gesehen haben. Wir haben schon geschaut, wir haben niemanden gefunden, der mehr hat. Ja, dann schauen wir uns mal das Spiel an. Wie gesagt, ich habe auch echt komisch geguckt, als ich gesehen habe, ja, das stimmt, da waren Level 14er Truppen auf dem Feld. Ich hätte auch gerne mal die Werte davon gesehen. Aber die kann ich halt ja nicht einsehen. So, noch sind Level 3 Truppen. Jetzt spiele ich, mache ich mal auf die doppelte Geschwindigkeit. Und gleich spiegelt er aber seine Hütten. Und somit sind es 14er Truppen. So, da kommt die Hütte. Eine Level 12er Hütte, das ist eigentlich gar nicht möglich. Und wie ihr seht, Level 14er Sperrkobolde. Ja, Level 14er Sperrkobolde, das geht eigentlich nicht. Zumindest ist mir das nicht bekannt, weil die höchste Anzahl ist ja Level 13. Und das Maximallevel der seltenen Karten liegt bei 11. Und das ist halt eine 12er Hütte. Und die machen auch echt viel Schaden, wie ihr seht. Ja, echt lustig mit anzuschauen. Doch echt gewaltig. Weil das rasiert halt einfach komplett durch. Mein Clanmitglied hat halt überhaupt keine Möglichkeit. Der Gegner spammt ihn halt einfach zu. Ja, das Spiel ist entschieden. Und der Gegner beendet mit einer Rakete. Also echt krass, Level 13er, Level 14er Karten. Nicht schlecht. Mal gucken, von welcher Pokalhöhe der kommt. Ja gut, 5500. Da ist es dann noch okay. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.